Isabel Gehrig, ich glaube, der Begriff Neustart ist recht zutreffend. Nach der WM hat sich ganz vieles geändert. Mehr als die Hälfte der Spielerinnen sind neu im Kader. Haben Sie überhaupt schon Zeit gehabt, um ein neues Teamgefüge aufzubauen in dieser Zeit? Und wie sind die ersten Zusammenkünfte für dich abgelaufen? Ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, wie du sagst, sind relativ viele neue Spielerinnen. Aber die kennen sich alle schon recht gut. Und ja, jetzt ist es noch ein bisschen zusammen integrieren. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, haben im Sommer ein bisschen Zeit gehabt. Es gibt auch recht viel frischen Wind und eine Bühne, um sich zu zeigen. Und ich glaube, das kommt gut. Neben den neuen Mitspielerinnen hast du auch einen neuen Trainer bekommen. Oskar Lundin, neuer Cheftrainer von unseren Damen-Nazi. Hat sich einiges geändert unter ihm oder ist er mehr oder weniger auf der gleichen Schiene wie sein Vorgänger? Ja, ich würde sagen, teils, teils. Also ich glaube, er bringt schon viel auch neue Inputs rein. Von Schweden halt auch. Und ich glaube, es hat uns auch gut getan, wieder ein neue Inputs zu bekommen. Und es ist sicher interessant, jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten. Von außen muss man sagen, das Spiel hat recht ausgeglichen ausgesehen. Trotzdem hat es leider am Schluss nicht gelangt. Die Tschechinnen haben 3 Goal mehr geschossen. Was würdest du sagen, an wen hat es gelegen? Was ist unmittelbar das Gefühl nach dem Spiel? Ja, ich glaube, unsere Chancenauswertung war einfach nicht gut gewesen. Wir haben wirklich teils Moment gehabt, wo wir hätten müssen Goal schiessen, wo wir mega schön gespielt haben und auch Chancen hatten. Und seitdem sind wir halt ausgekontert worden. 2-1, 3-2 Situationen haben es recht viel gehabt. Ja, und das mag es einfach nicht leiden gegen so einen Gegner. Und sind wir halt auch bestraft worden. Glück im Unglück, morgen bereits die Chance für die Revanche. Jetzt gebe ich dir 1 Minute Zeit, kurz vor dem Spiel. Du kannst zur Mannschaft reden. Was würdest du denn mit auf den Weg geben, dass so richtig heisse Spiele kommen, gut anfangen? Ja, ich glaube, es sind alle hungrig, um jetzt nachher auf dem Feld zu zeigen, morgen, dass wir das besser können, dass wir auch die Chancen nutzen können und die Tschechen schlagen wollen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir von Anfang an parat sind, unsere Chancen nutzen, fighten bis zum Schluss und dann kommt das morgen gut.